30. Jahr unserer Deutschen Demokratischen Republik. Schaut her, was aus uns geworden ist. So könnten wir die bedeutsamen Worte überschreiben, mit denen unser Genosse Erich Honecker die hervorragenden Leistungen unseres Volkes unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands würdigte. Liebe Genossen und Freunde, jedes Jahr der Geschichte unserer Deutschen Demokratischen Republik, das sind 30 Jahre Verwirklichung der historischen Mission der Arbeiterklasse auf deutschem Boden. Unser Staat ist buchstäblich auferstanden aus Ruinen. Es war ein Weg harter Arbeit, nicht weniger Opfer und ständiger, erbitterter Klassenauseinandersetzungen mit dem Imperialismus. Die Errichtung des ersten sozialistischen Staates der Arbeiter und Bauern auf deutschem Boden gehört zu den gewaltigen Umwälzungen, die sich während der Nachkriegsentwicklung vollzogen und in denen die Gründung unserer Deutschen Demokratischen Republik einen bedeutenden Höhepunkt bildete. In der Tat, unsere Deutsche Demokratische Republik entwickelte sich zu einem Staat des Fortschritts und klarer Zukunftsperspektiven, einem Vaterland für alle Werktätigen, unser aller Heimstatt und gutes Zuhause. In unserem Land hat Gestalt angenommen, wofür die Kämpfer des antifaschistischen Widerstandes ihre Kraft und ihr Leben eingesetzt haben, wo die Jugend das Werk ihrer Väter tatkräftig fortsetzt. Mit Stolz erfüllen uns die Worte des Genossen Brezhnev anlässlich des Republikgeburtstages, indem er hervorhob, dass sich die Kommunisten und das ganze Volk der DDR als verlässliche Gefährten im Kampf für die gemeinsame Sache erwiesen haben, die den gemeinsamen hohen Idealen treu, in der Arbeit beharrlich und tüchtig sind, die bei beliebigen Prüfungen standhaft bleiben. So dann unterbreitete der Generalsekretär des ZK der KPDSU, Vorsitzende des Obersten Sowjets und des Verteidigungsrates der UdSSR, Genosse Leonid Brezhnev, ein Programm gegen imperialistischen Rüstungswahn und Kriegspolitik, für die Festigung des Friedens. Die in der ganzen Welt als Berliner Friedensinitiative bekannt gewordenen Vorschläge sind Ausdruck der Friedensliebe und des guten Willens der Sowjetunion und der anderen Staaten des Warschauer Vertrages. Doch der Frieden will hartnäckig und zäh errungen sein. Und dieser Film berichtet davon, wie wir Soldaten in diesem Sinne unseren militärischen Auftrag erfüllen. Eine Ehrenerweisung der Nationalen Volksarmee gegenüber dem sozialistischen Vaterland und den Leistungen und Errungenschaften des werktätigen Volkes. Der große Zapfenstreich. Am Vorabend unseres Festtages. Das militärische Zeremoniell zu abendlicher Stunde lässt uns nochmals an die letzten Sommertage 1979 denken, als der Generalsekretär des ZK der SED, der Vorsitzende des Staatsrates und Nationalen Verteidigungsrates der DDR, Genosse Erich Honecker, die Luftstreitkräfte Luftverteidigung der NVA besuchte. Liebe Genossen, ich habe den ehrenvollen Auftrag, euch und allen Angehörigen der Nationalen Volksarmee die herzlichsten, brüderlichsten Kampfesgrüße zum 30. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik zu übermitteln. Wie die Dinge liegen,
kommen die sozialistischen Staaten nicht umhin, ihre Verteidigungskraft auch künftig stets auf dem erforderlichen Niveau zu halten. Wir sind uns, liebe Genossen, der hohen Verantwortung bewusst, die dabei unsere Deutsche Demokratische Republik an der Nahtstelle der beiden Gesellschaftssysteme, der beiden Militärbündnisse in Europa zu erfüllen hat. Die Angehörigen unserer Streitkräfte müssen jederzeit allen Provokationen des Klassenfeindes begegnen und ihre Heimat zuverlässig schützen. An diesem Auftrag wird sich auch künftig nichts ändern. Und um dieser Verantwortung stets gerecht zu werden, haben wir, die Armeeangehörigen, zu jeder Zeit von der Partei und Regierung die Waffen und Kampfmittel erhalten, die wir zum Sieg im Gefecht benötigen. So brachte dieser Tag erneut die Fürsorge unserer Partei und ihres Generalsekretärs persönlich für die Nationale Volksarmee zum Ausdruck. Es war ein Tag mit starken Impulsen für uns alle. Unsere sowjetische Kampftechnik verkörpert den wissenschaftlich-technischen Höchststand und versetzt die Angehörigen der Luftstreitkräfte in die Lage, Gefechtsaufgaben unter allen Bedingungen zu erfüllen. Den Flugzeugführern ist es eine hohe Ehre, vor den Genossen der Partei und Staatsführung die vielfältigen Kampf- und Manövereigenschaften der ihnen anvertrauten Hubschrauber und Flugzeuge zu demonstrieren. Beim Betrachten dieser Aufnahmen sollte eines nicht vergessen werden. Die Aufgaben in der Luft können nur durch das kollektive Zusammenwirken der Flugzeug- und Hubschrauberführer, des ingenieurtechnischen Personals, der funktechnischen Truppen und rückwärtigen Dienste erfüllt werden. Geht es um die Verteidigung eines Flugplatzes gegen einen angenommenen Gegner. Dabei bewiesen unsere Genossen der Luftstreitkräfte Luftverteidigung, dass sie auf alle Arten von Gefechtshandlungen vorbereitet sind. In der Luft und am Boden standen sie ihren Mann. Mehr als 1400 solcher militärischen Kollektive haben den besten Titel errungen. 16 Grundorganisationen der FDJ aus dem Bereich Luftstreitkräfte Luftverteidigung wurde in diesem Jahr ein rotes Ehrenbanner der SED verliehen. Ihre hohe militärische Meisterschaft stellten an diesem Tage die Genossen der Luftstreitkräfte auch bei der Vernichtung von Seezielen unter Beweis. Gleichwohl als Rechenschaftslegung unserer gesamten nationalen Volksarmee.
Partei und Volk erwarten, dass ihr kontinuierlich eine hohe Gefechtsbereitschaft gewährleistet, betonte Genosse Honecker bei diesem Besuch und verwies darauf, dass der Schlüssel zum Erfolg im vorbildlichen Handeln eines jeden Kommunisten besteht. Das wird für uns alle immer der Prüfstein bleiben. Wir hatten heute einen tiefen Eindruck gewonnen von dem Süden unserer Republik. Wir waren zwar keine Flieger, aber sind mitgeflogen. Ja. Wie geht's da aus? Danke, Genosse Generalsekretär, es geht sehr gut. Der Dienst bei uns ist zwar hart, aber wir wissen, warum wir dienen. Und deswegen macht uns das auch Freude. Gestatten Sie, dass ich im Namen aller Armeeangehörigen Ihnen nochmal herzlich danke für Ihre ständige Sorge um die Erhöhung der Kampfbereitschaft und Kampfkraft der Nationalen Volksarmee. Auch für Ihre ständige Einsatzbereitschaft zum Schutze und der Sicherung des Friedens und zur Erhöhung der Kampfkraft unserer Nationalen Volksarmee. Dafür möchte ich im Namen aller nochmal recht herzlich danken. Dankeschön, ich wünsche Ihnen weiterhin große Erfolge und viel Glück im persönlichen Leben. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. In vielen Ländern erklang wohl schon die Melodie dieses alten Arbeiterkampfliedes. Vom großen Zapfenstreich soll es unsere Gedanken zu jenen Tagen hinlenken, an denen im 30. Jahr unserer Republik eine Militärdelegation der DDR unter Leitung des Mitglieds des Politbüros des ZK der SED und Minister für nationale Verteidigung Armeegeneral Heinz Hoffmann die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken besuchte. Die unzerstörbare Kampfgemeinschaft mit der Sowjetarmee wurde mit der Visite bei dem Marschall der Sowjetunion Ustinow, Mitglied des Politbüros des ZK der KPDSU und Verteidigungsminister der UdSSR, erneut bekräftigt. Gleich ob an militärischen Bildungseinrichtungen, an denen sich auch Genossen unserer Armee die neuesten Erkenntnisse der sowjetischen Militärwissenschaft aneignen, ob bei den sowjetischen Mottschützen, den Panzersoldaten, Fliegern oder Matrosen. Überall fand unsere Militärdelegation offene Herzen und die selbstlose Bereitschaft, die reichen Erfahrungen im Ringen um eine ständig hohe Gefechtsbereitschaft zu vermitteln. Gemeinsame Klasseninteressen und gemeinsame proletarische Traditionen, koordinierte Ausbildungsprogramme und Normative, einheitliche Ausrüstung und Bewaffnung, das alles sind gute Grundlagen dafür, unseren Bruderbund auch weiterhin zu vertiefen und zu einer neuen Qualität zu führen. Thank you.
Ehrenmal des unbekannten Matrosen in Odessa gelobte unsere Militärdelegation: Die Nationale Volksarmee der DDR wird an der Seite der Sowjetarmee und der anderen Bruderarmeen ihre heilige Pflicht zum Schutz der ganzen sozialistischen Gemeinschaft vorbildlich erfüllen. Die hohe Wertschätzung, die den Soldaten der Sowjetarmee von den Werktätigen unseres Landes entgegengebracht wird, wurde im 30. Jahr der Deutschen Demokratischen Republik bei einem Besuch des Genossen Erich Honecker an der Spitze einer Partei- und Staatsdelegation der DDR bei unseren Freunden sinnfällig deutlich. Viele der hier vorgestellten sowjetischen Waffen und Geräte waren den hohen Gästen nicht unbekannt. Gehören sie doch zur einheitlichen Ausstattung der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages und damit auch der Nationalen Volksarmee. Angehörige von 18 Nationen dienen in dem Mottschützenbataillon mit seinen Verstärkungsmitteln, das nunmehr bei einer taktischen Übung mit Gefechtsschießen Proben seines militärischen Könnens zeigte. Die Söhne der ruhmreichen Kämpfer des großen Vaterländischen Krieges haben die Plätze ihrer Väter eingenommen und lösen heute ebenso zuverlässig die ihnen von der Partei Lenins und dem Sowjetvolk übertragenen militärischen Aufgaben. Ist es nicht für jeden von uns ein stolzes Gefühl, an der Seite der sowjetischen Klassengenossen seine patriotische und internationalistische Soldatenpflicht zu erfüllen? Bei dieser Übung wurde erneut deutlich, dass die Kampfkraft der sowjetischen Streitkräfte nicht nur durch moderne Waffen bestimmt wird. Es sind vor allem die Soldaten, die als treue Internationalisten, ideologisch gestellte und gut ausgebildete Verteidiger der Heimat, die Waffen effektiv nutzen und einsetzen können. Die meisten von ihnen tragen den besten Titel, sind Meisterschützen oder Meisterfahrer und haben ein Klassifizierungsabzeichen erworben. Thank you.
Bei einem Feldmeeting beglückwünschte Genosse Honecker die angetretenen Gardisten zu ihren hervorragenden Leistungen in der Gefechtsausbildung und zeichnete die besten von ihnen mit einem Ehrengeschenk aus. Anschließend ergriff unser Genosse Generalsekretär auf einer Kundgebung in der Garnison das Wort. 30 Jahre Deutsche Demokratische Republik, das sind zugleich 3 Jahrzehnte unserer festen Freundschaft mit dem Sowjetland. Die enge Kampfgemeinschaft der NVA der DDR mit der Sowjetarmee und der Seekriegsflotte, insbesondere mit den hier in der Deutschen Demokratischen Republik stationierten sowjetischen Streitkräften hat einen hohen Reifegrad erreicht. Und verantwortungsbewusst kämpfen die Angehörigen der Sowjetarmee, der NVA und der anderen Bruderarmeen an einer für das Schicksal der Menschheit entscheidenden Front. Und wir hier in der Deutschen Demokratischen Republik sind zutiefst davon überzeugt, dass sie zu jeder Zeit und unter allen Bedingungen ihre Aufgaben ehrenvoll erfüllen werden. Nur der große Zapfenstreich lässt es uns erleben, für den Frieden der Welt steht die Menschheit auf Wacht. So präsentierte sich auch unsere Hauptstadt am Morgen des 30. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik. Die Nationale Volksarmee war zu ihrer Ehrenparade angetreten. Denn täglich bewahrheitet sich doch Lenins Feststellung neu, dass nur die Revolution etwas wert ist, die sich auch zu verteidigen versteht. Deshalb war unsere Ehrenparade Zeugnis des Wissens aller Armeeangehörigen, dass die Interessen unseres Volkes und der gesamten sozialistischen Gemeinschaft verlangen, dass die Streitkräfte des Sozialismus jederzeit gefechtsbereit auf Wacht für den Frieden stehen. Thank you.
gleichen Tage bewiesen auch die Matrosen unserer Volksmarine bei ihrer Flottenparade im Rostocker Hafen hohe Kampfkraft, Disziplin und militärische Geschlossenheit. Ihnen ist der sichere Schutz des Küstenvorfeldes unserer Republik anvertraut. Und gemeinsam mit den verbündeten Ostseeflotten sorgen Sie dafür, dass die Ostsee in der Tat ein Meer des Friedens bleibt. Mit unserer Ehrenparade unterstützten wir Soldaten zugleich die Ausführungen des Genossen Brezhnev auf der Festveranstaltung zum Geburtstag der DDR und seinen Hinweis, dass es niemals unsere Absicht ist, irgendeinen Staat oder eine Gruppe von Staaten zu bedrohen. Unsere strategische Doktrin ist ausgesprochen auf die Sicherung des Friedens ausgerichtet. Diese Ehrenparade zum 30. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik veranschaulichte die sich vollziehenden qualitativen Veränderungen der Kampftechnik in den unterschiedlichsten Waffengattungen der NVA. Und mit begründetem Stolz grüßten die Werktätigen Berlins und ihre Gäste die Soldaten, die diese Waffen in kürzester Frist beherrschen lernten und einzusetzen verstehen. Der fleißigen Arbeit des Drehers von Bergmann-Borsig, des Genossenschaftsbauern aus Dedelow und des Wissenschaftlers aus Jena ist es mit zu danken, dass unsere nationale Volksarmee so gut ausgerüstet und ausgebildet ist. Sie alle können die Gewissheit haben, unsere Errungenschaften sind sicher geschützt.
war eine kraftvolle Parade an diesem 30. Geburtstag unserer Republik. Und mit gleichem Kampfgeist und Optimismus, wie wir ihn im 30. Jahr der DDR bewiesen haben, wollen wir gemeinsam mit unserem ganzen Volk an der Seite starker Freunde die Aufgaben der Zukunft meistern.